Umgang mit Humorlosigkeit anderer. Zunächst mal ist die Frage, haben Menschen wirklich keinen Humor? Nach Umfragen denkt fast jeder Mensch, dass er Humor hätte und die meisten sagen, dass sie überdurchschnittlichen Humor haben. Wenn du also eine Humorlosigkeit bei einem anderen annimmst, vielleicht hat er einfach einen anderen Humor als du. Und vielleicht kann er über deine Witze nicht lachen, das heißt aber nicht, dass er humorlos ist. Es ist auch eine gute Übung herauszufinden, worüber lachen andere? Welche Art von Humor haben andere? Und dann kannst du darauf Rücksicht nehmen, wenn du Menschen zum Lachen bringen willst oder die Atmosphäre aufheitern willst.